Willkommen zurück zu einem neuen Elden Ring Video. Heute werde ich endlich NG Plus machen und meine Patches Questline, die ich im ersten Durchlauf leider nicht geschafft habe. Oder was heißt nicht geschafft? Ich habe ihn leider gekillt und konnte dann die Questline nicht machen. Werde mich heute komplett darum kümmern, die Questline von Patches zu machen. Und dafür muss ich erstmal jetzt New Game Plus. Ah, gehen wir New Game Plus. Fühlt sich ganz, ganz komisch an. Jetzt können wir direkt zu Patches. Patches ist, meine ich, hier. Trübflusshöhle. Da müssen wir hin. Sieht man den noch nicht? Na, was geht ab? So, da haben wir Patches. Also den einfach nicht killen, so ein ab Half-Life ergibt er sich. Wie beg ich denn vor Mercy? Bestimmt mit der Dingsbums, ne? Scheiße, finde ich die jetzt so schnell? Ja, ich will mich ergeben. Kriecht? Wie krieche ich denn? Erstmal muss ich mich heilen. Das nicht die richtige gewesen? Kriege ich denn Buße tun? Habe ich doch. Muss er mich ein bisschen schlagen oder was? Ey, bitte sag mir nicht, ich habe jetzt die Dings schon verkackt. Ah. Okay. Geklappt. Danke, Nemo. Nochmal aktualisieren hier, also reloaden. Und dann nochmal darunter. Da muss man nochmal zu Patches. Da soll eine neue Truhe sein, genau. Und da muss ich erstmal mit dem quatschen. Okay, das heißt, jetzt muss ich. Also, das muss man nicht unbedingt machen. Das Ganze, was ich jetzt mache, könnt ihr auch skippen bis Volcano Manor, also bis Haus Vulkan, wo er sowieso ist. Aber ich mache das jetzt einfach, damit ich die Questline komplett habe. Also, ihr macht hier die Truhe auf. Das ist eine Transportfalle, die bringt mich zum Nebelwood.
zum Nebel, zum Nebelwald. Ach, direkt an einem Bären und noch einem Bären. Das mag ich ja. So, wenn ich das gemacht habe, Patches ist nämlich noch da, gehe ich da nochmal hin. Jetzt ist Patches. In der Nähe von Rahe Lucaria. Also nicht in der Nähe, sondern hier in dem Gebiet von Rahe Lucaria. Und zwar hier. Da ist auch direkt eine Site of Grace. Ja, der Weg zu Haus Vulkan war auch richtig kompliziert. Ich glaube, ich mache das echt über den Weg von Rahe Lucaria. Ich glaube, das ist echt einfacher. So, rein ins Vergnügen. Ja, nimm mich. Muss der mich killen vielleicht? Tatsächlich, der muss einen killen. Okay, ihr lasst euch von dem killen und dann werdet ihr hierhin transportiert. Wo ich noch nie war. Das ist also für mich jetzt auch blindy blind. Okay, hier ist Boss. Das ist okay, weil ich habe ja meine Mimik. Wenn ich Mimik nicht rufen kann, könnte es schwierig werden. Aber kann ich rufen. Ah, so ein Ding. Und zwar wird Patches hier sein. Oh Mann, ich sage euch, der Weg jetzt dahin ist complicated. Dann findet ihr hier eine Nachricht von Patches. Regenbogensteine weisen den Weg zu Reichtum. Gehen wir zum ersten Regenbogenstein. Aha, aha. Zum zweiten Regenbogenstein. Und hier runter. Und da hinten ist Patches. Ich will nicht sterben. Komm, selbst wenn ich sterbe, ich habe hier so einen Branch, komm. Aber da muss ich wieder hier hinlatschen, oder habe ich hier eine... Okay, ich habe hier... Okay, da ist kein weiter Weg, okay. Dann gucken wir mal, was passiert. Patches ist so ein Spasti, ich hasse ihn so sehr. Ich habe die Hälfte von der Patches Questline durch. Okay, jetzt geht's nach Haus Vulkan. Hier. Ach, da ist er. Da ist der Patches. Was geht ab?
Er muss also zuerst mal von ihr eine Mission bekommen. Und wenn man das geschafft hat, dann kriegt ihr eine Aufgabe von Patches. So, ich muss hier unten. Gesuche von Haus Vulkan ist wann? Den muss ich jetzt killen. Das kriege ich hin. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich ihn direkt anspreche. Nee, ich muss erstmal zu der Dame hier. Okay, und jetzt kann ich zu Patches. Vielleicht muss ich reloaden, gucken wir mal. Hier, guck. Brief an Patches. Halt zum Beinbruch. Wo muss ich hin? Ach du Kacke, wie komme ich denn da hin? Tragos. Das ist genau den, den wir haben wollen. Von dem kriegt man nämlich die geile Rüstung. Alter, das wird so ein Fußmarsch. Ich sage es euch. Hier ist es. Hier ging es rein in den Magmawurm. Komm, steig ab, du Penner. Ach, unten wieder, ne? Wer ist das denn hier? Schwarzwache? Und großer gehörnter Tragot. Ich könnte den erst rufen und dann besiegen. Will ich den oder will ich die Mimik? Ich glaube, ich will lieber die Mimik eigentlich. Magma, Lindwurm, Schuppenschwert. Ist geil. So, jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal rasten und dann kann ich gegen den Tragot kämpfen. Ja, gehörnte Tragot. Let's go. Ich will unbedingt seine Rüstung haben. Arschbombenasche. Ey, es hat einer. Also, erstmal hat einer das Game in 13 Minuten durchgeballert und dann hat es einer geschafft, das Game ohne getroffen zu werden durchzuspielen. Ohne getroffen zu werden. Crazy. So, jetzt gib mir die. Ah, Ziegenbockhelm. Beste Rüstung im ganzen Spiel. Da hat mir auch einer auf YouTube geschrieben, dass diesen Candlestick, den ich jetzt bekomme, als Drop geben würde von der Schlange. Aber im Wiki steht, dass es das nur von dem hier geben würde. Die Bitte ist erfüllt. Bitte sag nicht, ich habe irgendwas falsch gemacht. Kurz reloaden, dann wieder mit ihm sprechen. Unten links, ich habe auch gesehen, gerade ist ja Awesome Games Done Quick. Da hat einer mit verbundenen Augen Sekiro durchgespielt. Mit verbundenen Augen. Magma Peitschenleuchter. Also hier ist im Prinzip die Questline von Patches vorbei. Weil als nächstes müsste ich Rykard, also diese Schlange von Haus Vulkan, besiegen. Und wenn ich das gemacht habe, dann moved der Patches, also der geht dann hier hin. In die Schattenburg, direkt vor den Bossnebel. Und wenn ich da mit ihm spreche, dann kriege ich ein Item von ihm, was ich dann wiederum dieser Dame hier geben kann, der Tarnis. Dann passiert aber nichts. Und das Wiki sagt auch, man weiß nicht, ob überhaupt irgendwas passiert. Entweder wird das später noch reingepatcht oder man weiß es nicht. Und ich kann Patches dann an Ort und Stelle besiegen. Und dann kriege ich seine Drops. Und dann, aber auch wenn ich es nicht tue, wird er verschwinden und man weiß nicht wohin. Also im Prinzip ist hier Patches Questline vorbei, Leute. Und das hat sich insofern gelohnt, weil wir haben jetzt hier dieses Item bekommen, diese Waffe. Die wollte ich irgendwie so mal ausprobieren. Und die geile Rüstung. Ich habe das eigentlich nur für die Rüstung gemacht, weil die ist richtig gut. Aber sie tötet doch am Ende vom Boss und Vulkan. Ja, ich denke mal. Ganz cool. Cool. Ich denke mal, wenn du Rykard besiegt hast, dann ist sie ja weg. Und wenn du dann reloadest, dann ist sie ja bei Rykard und versucht den zu essen. Und ich denke mal, da kannst du ihr das geben. Naja, die liegt dann an seinem Kopf. Ich denke mal, da kannst du ihr das Item dann geben. Aber es hat keinen Effekt, laut Wiki. Es kann sein, dass es noch reingepatcht wird, so wie die anderen Questlines auch reingepatcht wurden. Okay, dann war es das hier für Patches. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen und
den Kanal abonnieren.